Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem LS22 Story-Projekt auf der Galgenberg. Ja, der Jürgen sitzt bei mir oben in der Küche, dem habe ich ein Stück Kuchen gegeben und ein Käffchen und habe, wie vermutet, mal mit meinem Weinberg-Kollegen telefoniert. Und man siehe da, da bin ich jetzt gerade auch auf dem Weg dahin. Der hat sich natürlich still und heimlich meinen Frontlader ausgeborgt und hat keinen Ton gesagt. Er ist natürlich selber jetzt auch nicht da, aber er konnte mir wenigstens sagen, dass er aktuell am Sägewerk untergestellt ist. Er hat es zeitlich nicht mehr geschafft, ihn zurückzustellen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich da nicht so ganz begeistert von war. Weil wenigstens ein Zettel oder irgendeine Nachricht oder eine SMS oder WhatsApp schicken, der schon mal gereicht. Aber einfach so nichts sagen und ich suche da mein Zeug, dann hätten noch fast die Polizei angerufen. Das ist halt nicht so geil. Ja, doch, das muss er sein. Das sieht zumindest aus wie meiner. Aber dann können wir wenigstens auch gucken, wie der Weinberg sich entwickelt hat. Ob ich den wirklich in gute Hände abgegeben habe. Oder ob der eher vernachlässigt wird. Und ich hoffe bloß, dass der Jürgen nicht ein bisschen... nicht allzu sauer ist, dass er jetzt da oben warten muss. Nee, aber hier schaut es gut aus, muss ich sagen. Ja, da kümmert er sich doch gut drum. Gut, ich sag mal... Jetzt schon so ein bisschen mit so einem weinenden Auge zu betrachten, dass ich das hergegeben habe, aber ganz ehrlich, diesen kompletten Weinberg zu bewirtschaften, das ist einfach aktuell nicht möglich. Ich habe so erstmal genug zu tun und wirtschaftlich war das, glaube ich, die beste Entscheidung, wo ich treffen konnte. Warte mal, da können wir jetzt noch schnell auf unser Feldchen gucken. Boah, das schaut gar nicht mal so schlecht aus hier, unsere Gerste. Das ist gut. Weil ich habe ja auch gesagt, da kümmern wir uns nur wirklich im Ernstfall drum. Und dann wird das Ding geerntet und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Eventuell lasse ich mir dann da auch im Jürgen vielleicht ein bisschen eine Wiese anpflanzen. Passt, glaube ich, besser zu uns. Außer er möchte das Feld... in Zukunft bewirtschaften. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht so ganz zu einer Einigung gekommen. Kann ich ihn ja nachher gleich mal fragen. Hier hinten noch ein Tor wäre eigentlich auch ganz interessant. Könnte man direkt auf dem Feldweg fahren, dann muss nicht immer hier vorne. Auf die Hauptstraße, wo die ganzen Urlauber unterwegs sind. Hupe geht. Moin, Jürgen! Ja? Hast du da was wiedergefunden? Mhm. Ich habe da wieder was gefunden, ja. Das ist so. Ohne Witz. Ich habe keine Ahnung, was in dem sein Kopf vorgeht. Kann ich dir auch nicht beantworten. Einfach was mitnehmen, ohne irgendein Wort zu sagen. Das ist ja eine bodenlose Frechheit, ey. Das hätte jetzt ganz anders ausgehen können, die Nummer. Das ist richtig. Weil nächstes Mal habe ich mich schon angedroht. Nächstes Mal geht das Ding zur Polizei und dann schauen wir mal, was dann passiert. Aber du, wenn es okay wäre, würde ich dir den Klaas überlassen. Ja. Und mich dann schon mal in die Primus schwingen. Ja.
Ich nehme den dann mit, ne? Bringst ihn halt wieder. Ich sag mal, ich habe jetzt 3 Tage nicht gemerkt, dass der Frontlader weg ist, also vielleicht merke ich das auch nicht. Mal gucken, ich weiß nicht. Aber du, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich habe doch schon mal mit dir gesprochen, wegen dem Gerstefeld. Ja. Irgendwas hatten wir da schon mal. Ich glaube, wir sind aber noch nicht zu einer Einigung gekommen, ob du das weiter bewirtschaften möchtest nach der Ernte oder... Also ich jetzt für mich wahrscheinlich nicht, einfach weil mir das hin und her gefahren zu viel ist. Gut. Aber du könntest ja Gras sehen, oder? Ja, könnte ich. Weil dann könnten wir ja vielleicht nach der Ernte das Ding umreißen und eine Wiese draus machen. Könnte man machen, ja. Und dann hätte ich nämlich da, glaube ich, ein bisschen... Das wäre ja nicht so das Problem. Hätte ich ein bisschen mehr Nutzen davon, aktuell. Nee, das können wir ja machen. Jo. Aber dann müsstest du mal kurz aussteigen, dann komme ich nämlich auch raus. Weil ich bin nicht so schmal. Du hast mich gerade fett genannt. Nee. Nee. Ich meinte, ich bin dick, aber nicht du. Also... Und, aber eine Sache hätte ich noch. Und was wäre? Wie sieht denn das die nächsten 1-2 Wochen bei dir aus? Hast du viel zu tun oder eher nicht? Wahrscheinlich eher weniger. Also halt nur täglich mal bei den Kühen reingucken, aber ansonsten quasi beim Wachsen, dem ganzen Zeug beim Wachsen zu gucken. Mhm. Also ich bräuchte auf jeden Fall mal einen Hänger voll Mischfutter. Ja. So die nächsten 1-2 Wochen. Und die Frage wäre, wenn du Zeit hast, ob wir eventuell gemeinsam mal ein bisschen die Apfelbäume durchgehen. Und dann könnte man die vielleicht ein bisschen düngen. Ich mach das, ist glaube ich zu zweit ein bisschen angenehmer, wenn einer Hänger füllt, der andere kann schon mal fahren. Vielleicht ein bisschen bessern. Das können wir hinkriegen. Also Mischfutter habe ich jetzt gerade, ich glaube, 60.000 Liter da. Ja, ich glaube, was hast du gesagt? So ein Hänger sind so 20.000, oder? Ja. Ich glaube, das reicht dann erstmal wieder ein paar Wochen. Ja, ein Anhänger voll so plus minus 20.000 Liter. Ja, nee, das kriegen wir hin. Ja, dann machen wir das so. Dann schwinge ich mich mal da rein und guck, wie das funktioniert. Jo. Und ich sag mal, wenn du viel Zeit und viel Lust hast, kannst du ja mit dem Hänger dann hinterherkommen. Ja, können wir ja gleich mal gucken. Wo wolltest du die Paletten hin haben? Stellen sie doch am besten daneben? Hier nebenhin. Ja, das wollen wir auch noch hinkriegen. Kannst du ja irgendwie hier so an die Kante packen, dann kann ich nämlich nahe mit der Primus hinfahren zum Nachfüllen, ist glaube ich einfacher. Ja, kriegen wir ja hin. Haben schon ganz andere Sachen versaut. Ja. Ich hoffe jetzt erstmal läuft alles wieder nach Plan hier. Wenn du nicht wieder den Frontlader verlierst? Ey, ich sag dir eins, ich hoffe nur, dass hier nichts anderes noch fehlt, weil dann ziehe ich dem die Hammelbeine lang. Das musst du überprüfen, das kann ich nicht machen. Damit fange ich jetzt nicht an, das mache ich heute Abend. Ganz in Ruhe. Dann laufe ich einmal durch mit Stift und Block und gucke meine Rechnung durch. Ja gut. Ich traue dem Vogel nicht mehr. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, ich glaube, das ist auch nicht so cool, wenn ich hier immer die Tür offen lasse mit dem Licht hier drin. Dass mir da mal die Batterie leer geht. Aber jetzt gucken wir mal, wie das Getüm hier funktioniert. Ich muss erstmal hier das Oh Gott, was war das jetzt? Das Knöpfchen hier zum Ausklappen. Das war zum Starten. Und fahren wir mal ein Stückchen vor. Beim Gras hin, dann senken wir mal das Ding hier und gucken, was hier passiert. Also, das sieht schon mal vernünftig aus.
Ich glaube, das läuft nach Plan, oder? Warte mal, wir können ja mal kurz mal reingucken, müssen wir nur aufpassen. Aber hier hochgehen. Nee, das sieht gut aus. Da sind auf jeden Fall so kleine Pellets drin. Läuft. Also Jürgen, ich muss schon sagen, das funktioniert gut. Na siehst du. Und vor allem habe ich irgendwie das Gefühl, dass der Traktor ja mal gar keine Leistung braucht gerade. Der kraxelt hier ganz gemütlich in der Gegend rum, da wo ich mich mit dem Glas abgemüht habe. Der hat ja auch so ziemlich fast das Doppelte an Leistung. Ja, aber er hat ja auch was hinten dran, was ein bisschen mehr Leistung zieht. Ja, das ist richtig. Naja, aber ist schön. Ein sehr schönes Gespann. Hoffe ich natürlich auch, dass meine Tiere das dann auch mögen. Ist ja auch nicht so sicher, ob die die Dinger fressen. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Und ich glaube, ich kriege hier einiges bei raus. Das mit dem Hang, ja. Wie ist das eigentlich, Jürgen? Brauchst du eigentlich noch loses Heu von mir aktuell oder hast du erstmal genug? Ich meine, ich war ja noch nicht gucken, was die Heutrocknung sagt, aber ich glaube an sich brauche ich aktuell nichts. Dann reicht es theoretisch bis zum nächsten Schnitt. Ja, bis zum nächsten Schnitt sollte das auf jeden Fall reichen. Ja, ist gut, weil dann presse ich nämlich mal, oder versuche ich mal hier alles durchzupressen, wenn es keine Komplikationen gibt. Muss ja auch erstmal gucken, ob ich einen Käufer kriege für die ganze Nummer hier. Gut, ein bisschen was kann ich im Hofladen anbieten, aber ohne Käufer bringt dir das Ganze nichts. Wie, da kommt ja schon Jürgen mit dem Hänger. Da musst du dich verguckt haben. Ui, hier sind aber auch, also hier sind ja auch. Du meinst meine super Schlaglöcher? Schlaglöcher? Hat dir der Grand Canyon so gut gefallen, oder? Also ich kann jetzt da jetzt nicht viel dafür, muss ich ehrlicherweise sagen. Warte mal. Ey. Was denn? Das ist ja, also. Wie war das noch? Nicht Bodenwelle, sondern also Bodenmeer. Das ist ja. Hat was von Freifallturm. Ja, ich habe da auch schon mit dem Bauunternehmer ein bisschen gesprochen. Wenn der mal was über hat. Auch ein bisschen mit Erde und so, dass wir das da vielleicht mal ein bisschen angleichen, weil das ist schon ein bisschen heftig teilweise. Zumindest gerade die drei Stellen da unten an den Bäumen. Ja, wenn du da auf einmal einen halben Meter tiefer sitzt, wie vorher. Ja,
Also ich muss sagen, mit dem Schwader, mit dem Mähwerk ging es gerade noch so, wenn du richtig ranfährst. Das läuft. Aber wenn du halt mal nicht aufpasst, dann machst du dir halt doch mal was kaputt. Muss mal kurz hier hochkraxeln. Oh, die Dinger sind ja hübsch. Oh. Sind auch gut fest. Jürgen, brauchst du zufällig Pellets? Gerade nicht. Hätten welche zu verkaufen. Oh, aber gerade keine. Schade. So, jetzt müsste ich leer sein. Dann klappen wir das Ding mal runter. Ja. Wie voll ist denn der Hänger jetzt? Ab halb voll. Okay, hätte ich jetzt so ungefähr geschätzt. Ja, okay, also zweimal überladen und dann mal weg, das geht ja. Also das mit dem Schwaden muss ich nächstes Mal auch besser machen. So ein paar Ecken habe ich schon drin, die sind nicht so hübsch. Ja gut, aber hast du ja auch schon länger nicht mehr gemacht. Ja gut, stimmt. Aber hat dann gleich wieder funktioniert. Also, so gut wie. Ja, du, kann man bei dem Fendt, gibt es eigentlich auch einen Schalter, wo man das Licht innen drin ausmachen kann, wenn man die Tür offen hat? Weiß ich nicht, also ich mach bei mir dann meist einfach die Tür zu. Ja, wenn es mal warm wird im Sommer, weißt du, deswegen meine ich, weil das Licht blendet ja doch ein bisschen die LED. Ich meine, im Zweifel hast du Klimaanlage oder ansonsten glaube ich noch eine Heckscheibe, die man aufmachen kann. Na, ich habe jetzt gerade mal das Dachfenster aufgemacht. Ja, siehst du, das ist auch noch eine Variante. Mit offener Tür, vor allen Dingen, wenn es ein bisschen uneben ist, ist irgendwie immer uncool. Ja, ich habe schon mal gesehen, wie so eine Tür rausgeflogen ist. Bei einer Huckelpiste. Ja, oder was auch immer wieder beliebt ist, wenn man das Schloss irgendwie aufgibt und so bei voller Fahrt, dann die Tür auffliegt. Die fliegt dann also auch mit Schwung auf. Oh ja. Und die geht dann auch weiter auf, wie sie aufgehen könnte normalerweise. Oder sollte. Ja. Die geht dann ziemlich weit auf und dann geht die auch ziemlich weit in ganz vielen kleinen Teilen auf dem Fußboden verteilt. Ja, das muss allerdings nicht sein. Vor allem nicht bei dem Gespann jetzt hier. Aber es sieht interessant aus, wenn das passiert. Ja, aber bitte nicht bei mir. Also wenn das bei einem anderen passiert, okay. Ich habe das schon mal gesehen, das sieht sehr interessant aus. Das rumst einmal ganz kurz und dann siehst du quasi, wie so deine komplette Scheibe sich so ein ganz kleines halt, also selbst also zu einem, ne, sehr großen Puzzle wird. So ganz kleine, so kleine Schäppchen da, so Vierecke, so Zentimeter auf einen Zentimeter, oder? Ja, wenn du Glück hast, Zentimeter auf Zentimeter, meist auch noch ein Stück kleiner. Ah. Muss nicht sein, muss echt nicht sein. Und ich glaube, so eine Tür, die sind auch gar nicht so günstig. Oh oh, jetzt wird's interessant. Komme ich hier vorbei oder bleibe ich hängen? Ich schneide den Baum ab, ist mir egal. Ja, was du mit deinem Baum machst, ist mir egal. Ich weiß schon, du bist ja bloß ein bisschen gefährlich, wenn es um deine Bäume geht. Ja, das sind ja auch meine. Die wachsen doch auch wieder nach. Oh, 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 oh. Wie interessant sieht das eigentlich gerade aus? Es geht. Also von hier innen drin fühlt sich das ein bisschen, naja.
Wobei du tatsächlich den Vorteil hast, dass also die Primos relativ niedrigen Schwerpunkt hat. Relativ. Ja, kippen kann das Ding trotzdem. Wenn es blöd Ja. geht. Und wenn die kippt, wird es, glaube ich, nicht mehr lustig. Wenn andere Leute schmeißen einen Ladewagen den Berg runter, ne? Warte mal, von wem redest das denn du? Von dir? Weiß ich nicht. Aber ich sollte lieber nichts dazu sagen. Das war ja schließlich auf meinem Feld. Ich hätte ja auch einfach mal woanders langfahren können, Hättest du ja. ne? Muss da oben nicht langfahren. Ja, das geht schon. Raffoms. Huch. Hey. Ja, gib's zu, du wolltest einfach einen neuen Ladewagen. Ich wollte einen neuen Ladewagen, das ist soweit korrekt, aber nicht auf die Art und Weise. Kommst du da zufällig drunter oder stehe ich jetzt hier ein bisschen bescheiden? Das sollte wohl passen. Wenn der Trecker da drunter durchpasst, passt der Anhänger da auch drunter durch. Ja, das stimmt allerdings auch wieder. Soll das denn überhaupt hin? Du weißt doch meine Traubensaftproduktion. Ja. Da ist doch dahinter noch die längliche Halle. Ja. Da könnte man die eigentlich reinkippen. Ja, das wollen wir ja hinkriegen. Ja, hoffe ich doch. Ich hoffe auch, dass da jetzt noch alles reingeht. Natürlich nicht. Okay. Ja, gut. Wegen 7%. Was soll's? Aber immerhin fast 2 Fuhren. Oh, hier vorne bei dir ist ja sogar 30er-Zone. Was bei mir im Ort meinst du? Ja. Jo. Ich gebe dir aber einen kleinen Tipp. Hält sich kein Schwein dran. Ich bin da vorhin mit dem Auto auch ein bisschen schneller durchgefahren. Das machen die Urlauber auch. Das mag sein. Aber bloß weil die von der Brücke hüpfen, muss ich ja nicht hinterher springen, ne? Das stimmt. Aber ich finde es ja lustig, wie ich immer sage, die Urlauber. Das sind ja auch keine Einheimischen. Aber wir machen ja keinen Urlaub. Ja gut, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau wäre, wenn ich von dieser Seite reinfahre. Ich glaube, von der anderen Seite wäre sinnvoll. Ja, wobei, ist eigentlich egal. Von der kleinen oder von wo fährst du rein? Ich sehe dich gar nicht, lassen. Baum im Weg. Probier das einfach mal so. Gucken, was passiert. So, aber ich sollte vielleicht auch so parken, dass der Anhänger nicht im Dach hängen bleibt, ne? Oder am Tor. Das wäre von Vorteil. Also wenn du das denn hier voll ausnutzen möchtest, dann musst du dir zwischendurch, glaube ich, mal deine Schaufel schnappen und da ein bisschen Nach oben schütten. umschaufeln. Sollte ich denn hinkriegen? Aber ob Ja, das mit aber meiner wenn kleinen du, Schaufel. wenn du kippst, so dass du nirgendwo drin hängen bleibst, dann kippst du quasi in der Mitte der Halle ab. Oh. Ja gut, soll ja auch keine dauerhafte Lösung sein. Soll die ja später mal woanders lagern. Ich bin mal gespannt, wie viel da wirklich runterkommt hier. Das siehst du dann, wenn du fertig bist. Und wenn ich es verkauft kriege, hoffe ich natürlich auch, dass sich die Nummer lohnt. Ja, das wäre auch vorteilhaft.
Weil, ich sag mal so, ich sollte zumindest mal meine Finanzierung decken und ein kleines Plus haben. Wäre zumindest wünschenswert. Gut, aber die Frage könnte ich ja dich auch geben, gell? Hat dein New Holland schon irgendwo Plus gemacht? Oder hat er bis jetzt nur gekostet? Im Endeffekt, also... Nee, womit soll er dann Plus gemacht haben? Ich weiß ja nicht, ob der schon auf dem Acker unterwegs war und wenigstens einen Nutzen hatte, oder ob der jetzt erstmal nur gekauft wurde und in der Garage stand. Nee, also der hat ja jetzt noch die letzten Felder angesehen, also... Ja gut, dann hat er ja auf jeden Fall schon mal was geleistet. Das ist halt jetzt bei mir auch wieder so ein Problem. Die Maschinen laufen halt jetzt in der Erntezeit und dann stehen sie eher wieder rum und kosten ja, nur Geld. Ich meine, das ist ja das gleiche wie mit dem Drescher. Ja, brauche ich ja auch nur einmal pro Jahr so ungefähr. Ja, gut, ja. Gut, ich sag mal, ich brauche das Gespann, wenn es gut geht, dreimal. Weil ich glaube, 4 Schnitte kriege ich nicht hin. Ja, mit ein bisschen Glück schon, aber... Aber sagen wir mal, gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus. 3 Schnitte. Aufs Jahr verteilt. Ja, gut, hat schon ein bisschen... Macht dann schon ein bisschen was, so ist nicht. Wird auch erstmal ein paar Jahre kosten oder brauchen, bis sich das rentiert. Davon ist auszugehen. Vor allem muss ich ja meine Tiere auch irgendwann mal aufstocken. Weil so sieht es ein bisschen verloren aus. Alleine. Ja, gut, ja. Aber aktuell sieht das echt ein bisschen traurig aus, wenn du darüber guckst. So ein riesen Stall, so eine riesen Weide und dann hast du da 15 Tiere stehen. Ja gut, ich meine, ich habe bei mir im Stall 30, aber es ist halt... gut, mein Stall ist auch ein bisschen kleiner. Mhm. Bist du weg? Jo. Aber gut, ich glaube, mehr wie 100 Tiere möchte ich jetzt, glaube ich, auch nicht haben. Warum das denn nicht? Wer soll die Arbeit alles machen? Wieso? Du bist doch zu zweit. Nee, sind zu dritt sogar. Ja, ich bin ein Fendt, ich bin ein Glas und ich bin ein Ich. Nee, das meinte ich jetzt gerade nicht. Bist doch du, dann hast du noch den Horst und den Berger. Ja, ja. Nicht? Und du glaubst, die kann man so gut teilen? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht. Gut, vielleicht kann man ja irgendwann mal einen Hofhelfer mit einstellen, der sich ein bisschen ums Ausmisten und sowas kümmert. Ja. Aber... Ich glaube, 100 ist dann aber trotzdem die Grenze. Sag mal jetzt. In einem Jahr sieht das wieder ganz anders aus. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht habe ich im Jahr nur noch 10. Weil irgendeine Krankheit ausgebrochen ist. Weiß es ja auch nicht bei den Tieren. Das ist richtig. Wenn man das immer wüsste, wie die Zukunft ausschaut, dann wäre das für uns wesentlich einfacher, glaube ich. Ja, aber auch irgendwie also in einer gewissen Art und Weise langweilig. Ja, gut, stimmt, ja.
Und jedes Negative hatte ja auch seinen Vorteil gehabt, oder? Bis jetzt eigentlich ja. Weil ich muss schon sagen, klar war ich traurig, muss ich sagen, aber ich bin jetzt nicht so traurig, dass ich jetzt diesen Hof hier habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was denn? Ist ja aber auch hügelig. Hallo, wir sind hier am Rande der Berge. Natürlich ist hier hügelig. Auf jeden Fall, also hügeliger wie in Dürnrohr, das ist nicht. Das ist richtig. Also da ist das ja eher noch angenehm hier. Wenn ich mich da an meine alten Wiesen erinnere. Was habe ich denn hier wieder gemacht? Meine Güte. Da war wieder der Schwadungskönig im Weg. Aber Jürgen, weißt du, was jetzt gut wäre? Ein Käffchen. Das wäre jetzt was Schönes. Ja, hätte was. Würde ich doch sagen, wir machen jetzt hier einmal die Fuhre hier noch voll. Weil dann ist, glaube ich, dein Hänger eh wieder voll, oder? Ja. Und dann steige ich bei dir mit ein und dann gehen wir nochmal ein Käffchen trinken. Das kann man machen. Du musst doch so einen schönen Tag erstmal genießen hier. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja doch, müsste gehen. Ich stehe ja höher wie du. Aber ich muss auch sagen, Wasser und Melasse. Also wenn ich hier fertig bin, dann muss ich da glaube ich nachfüllen. Ja gut, ich weiß gar nicht. Eine Palette Melasse kannst du wahrscheinlich zweimal nachfüllen und hast noch was über, wenn ich das so richtig überschlagen habe vorhin. Ja, so ungefähr, ja. Also ich sage, ich glaube mal, dass es sein wird, dass ich so Altstadt, du musst mich da noch mitnehmen, gell? Ja, ich bin da nur unter dem Band drunter weggefahren. Ja, das sollte ich vielleicht auch einklappen, bevor ich es nachher vergesse. So. Türchen zu. Und wir sperren ab, dass nicht irgendeiner auf dumme Ideen kommt. Ist nicht nur der Frontlader weg, nein, das ist auch also Trecker mit Primus weg. Das wäre jetzt schlecht. Bin da. Ja, ich versuche gerade die Tür zu. Ich kann aber nur gerade irgendwie nicht um dich herumgreifen. Ich auch nicht, lass offen. Und dann bleibe ich irgendwo hängen und dann ist er, ne? Ja, okay, warte. Ja, so, noch. Hast du recht. Sag ich noch, lass offen und dann ist er kaputt und dann schrei ich. Ja, eben. Bleibst du irgendwo hängen und dann kannst du dir das mit dem Puzzle, was wir gerade eben schon mal hatten, also live angucken. Nee. Dann mach ich doch lieber die Tür zu. Aber meine Lieben, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst gerne ein Däumchen da, auch gerne einen Kommentar oder auch ein Abo, wenn ihr nichts verpassen möchtet. Dann wünschen wir euch erstmal einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann.